Don't do this at home oder auf dem Camping. Dafür haben wir ein anderes Problem jetzt. Neue Woche, uns beginnt direkt mit einem Gasausfall. Ja. Die Gasflasche ist leer. Wir haben jetzt improvisiert. Wir haben ja diese kleine dabei. Für die haben wir aber nur diesen Aufsatz, so eine Outdoor-Kocher. Und jetzt haben wir den Aufsatz von unserem normalen Kocher auf die Kiste und so gelegt und dann den Topf da drauf gestellt. Ja, funktioniert. Jetzt nur die Frage, morgen ist Ostersonntag, wo wir eine Gasflasche herkriegen. Vielleicht ja beim Camping. Vielleicht beim Camping, hoffen wir es. Klappt's, Grillmaster? Jo. Sehr gut. Zweiter Topf, Falafel. Zum Glück ist es nur Essen warm machen von gestern. Jetzt da ewig Kartoffeln drauf kochen, wäre nicht so geschickt. Und wir stehen hier übrigens richtig schön. Direkt am Feld. Hier hinter den Bambusen ist das Meer. Wir stehen noch also an einer Straße. Und ab morgen geht's auf den Camping. Jawohl. Aber nicht, dass ihr jetzt irgendwie auch auf dumme Ideen kommt und irgendwelche Campingkocher umbaut zu irgendwas anderem. Don't do this at home oder auf dem Camping. Ja, nicht nachmachen. Nee, es ist auch nur, weil ich so dumm bin oder ich bin einen Adapter vergessen. Normal könnte ich den auch anschließen auf unsere Kocher. Ja. Hast du das an, glaube ich. Ja, ist es fertig. Aber den bin ich vergessen, deswegen jetzt einfach. Nimm den Adapter mit einfach. Aber schau, es hat geklappt. Die Falafel sind schön angebraten. Lecker. Dann schnell, bevor es wieder kalt wird. Ja. Wir sind auf dem Campingplatz angekommen. Stehen hier jetzt schon den zweiten Tag oder so. Und es ist wieder richtig entspannt. Warme Dusche, abwaschen mit warmem Wasser und eine ganze Wanne voll. Und wir teilen uns hier einen Platz mit Kais Schwester, mit Mann und Kids. Und es ist echt richtig schön, Zeit mit denen zu verbringen, die Kids zu sehen, die sind auch wieder so gewachsen. Ja, und wir genießen einfach die Zeit zusammen. Freitag kommen deine Eltern noch. Ja. Dann ist fast die ganze Familie beisammen. Und ja, wir freuen uns, richtig schöne Familienzeit zu haben. Und du bist fleißig? Ich bin was am Arbeiten, ich hatte heute Morgen schon Kinderbetreuung. So, jetzt sah schön aus. Zwei Tagen. Ja, ist schön, wir spazieren dann über den Camping und suchen uns die schönste Spielplatz aus. Und du hast heute Morgen sogar schon Müll eingesammelt mit denen. Genau. Ja, wir haben Müllmann gespielt. Sehr gut, und das finde ich ein gutes Spiel. Ja, war sehr lustig. Nee, und es ist was anderes, aber richtig schön, einfach echt die Zeit zu haben jetzt miteinander. Ja. Und jetzt genießen wir gerade die Ruhe, weil die sind einkaufen gefahren. Kurz gut, wenn kein Kindergeschrei da ist. Genau, und da wird sie dann auch um das zu arbeiten. Ja. Sehr gut. Und so stehen wir hier. Da vorne ist das Waschhaus, also sehr nah dran. Da steht Kais Schwester und da stehen wir direkt. Und der Platz ist echt groß genug. Das ist echt sehr schön. Hier ist noch der Anhänger mit dem Surfmaterial von denen. Genau, und da hinten sind noch so Bungalows. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. So, du hast dich für deine Eltern schön gemacht. Ja, ist meine Mutter wichtig, dass sie gut aussieht. Also habe ich meinen Bart mal rasiert, weil der war übelst lang. Dass du nicht so verwahrlost aussiehst. Nee, weil meine Haare sind schon viel zu lang nach ihrem Geschmack, glaube ich. Und dann ist zumindest der Bart kurz. Schön. Ja. Und da ist dir auch wichtig, auch was ich von dir denke oder nur was deine Mutter denkt? Eigentlich ist mir gar nichts wichtig, was für mich denkt. Aber, oder das stimmt auch nicht, aber ich glaube, du magst viel schöner aus, ja. Jetzt küsse ich dich wieder lieber. Ja. Und Problem mit der Gasflasche ist übrigens gelöst. Gibt es hier auf dem Campingplatz einfach. Hier gibt es so einen Supermarkt, wo es auch Lebensmittel gibt. Da gab es die einfach. Das ist echt super an dieser Campinggas, weil die international ist. Die gibt es überall. Weil so eine deutsche Gasflasche hätte man hier nicht bekommen. Nee, die gibt man meistens auch nicht. Und die Anschlüsse von die ausländischen passen nicht. Also schon geschickt, dass man etwas nimmt, was man dann auch überall in die unterschiedlichen Länder findet. Und sind was teurer, aber dafür halt echt gut, die Campingplatz. Dafür haben wir ein anderes Problem jetzt. Was haben wir für ein Problem? Ja, gestern Abend, wir haben unsere Lichterkette oben angemacht. Dann wollten wir es wieder ausmachen abends. Dann ging das Licht nicht mehr aus. Wo ist der Schalter eigentlich?
Ja, und zwar kann man das Licht nur mit dieser Fernbedienung an- und ausschalten. Ja. Anging. Aha. Und als wir da saßen, hat schon plötzlich so geflackert, wo ich dachte, ganz hell. Ich habe erst gar nicht gecheckt, dass es vom Bus kommt. Ich dachte, erst draußen ist was ein Blitz. Nee, ein Blitz oder so. Ja. Weil es gestern auch den ganzen Tag geregnet hat. Ja, aber das hat das Ding gemacht. Nach 15 Minuten hat es nochmal das so gemacht. Und in dem Moment, dass ich es ausschalten wollte, ging es gar nicht mehr. Ging nichts mehr. Nee, und ich habe das vermutet, das Blinken ist einfach ein Signal, hey, Batterie ist fast leer. Aber das ist die These. Also ja, wir hoffen, dass es das ist. Wir haben nur keine Batterie dafür, das gab es hier im Laden auch nicht. Jetzt müssen wir da Batterien suchen. Ja. Jetzt haben wir einfach im Elektro Kai hat einfach die Sicherung rausgezogen. Wo es jetzt rot blinkt. Ja. Oder rot leuchtet. Und so konnten wir dann im Dunkeln schlafen heute Nacht. Aber die Sicherung, da läuft auch der USB-Lader für drüber. Für die Handys und so. Ja, das heißt, der ist jetzt auch aus. Ja, deswegen, wir brauchen schon echt irgendwie eine Batterie, um zu testen, ob es das auch wirklich ist. Ja, hoffentlich. Und ansonsten genießen wir einfach echt die Zeit hier mit der Family. Deshalb gibt es auch nicht so ganz so viel zu sehen. Nee. Uns geht's gut. Gemütlich. Wir hatten jetzt gestern nur Regen, kalt, aber eine richtig geile Session. Genau, ganz unerwartet. Verwöhnt mit Welle also und Wind. Ich kenne die Bucht überhaupt nicht mit Welle. Also wenn dann halt so ein bisschen vom Wind. Aber es lief eine richtig große, saubere Welle hier rein. Ey, wir waren voll erstaunt. Mit gutem Wind von der Seite. Kai konnte Windsurfen, ich kiten. War mega. Ja, also manchmal muss man einfach das Glück auf seine Seite haben. Ich glaube, das ist ganz selten. Und auch wenn man sich überwinden musste, weil es war echt kalt und frisch. Aber das musste man einfach mitnehmen, weil das kriegt man hier, glaube ich, nicht so oft. Aber im Neo war es warm. Ja, und wir können danach heiß duschen. Ja. Das ist auch so gut. Guten Morgen. Es ist 7 Uhr. Und ich muss noch aus leise reden, weil die meisten liegen ja noch aufs Bett. Ich laufe aber vor zum Wasser und hüpfe ins Wasser. Das habe ich jetzt die letzten Tage gemacht und das ist echt eine schöne Routine geworden. Dann bin ich direkt wach und das Gute ist ja eiskaltes Wasser, schön kalt. Aber das Gute ist, dass man danach schön warm duschen kann. Und irgendwie ist es schön, um jetzt hier so den Tag zu starten. Also ich nehme euch mal mit nach vorne. Heute ist etwas bewölkter. Nicht so schön wie die anderen Tage. Normal sieht man richtig gut die Berge da. Die sind dann noch richtig schwarz, aber sie sind ein bisschen Wolke bedeckt. Und die Sonne ist auch noch nicht da. Aber ja, so ist jeden Tag anders. Und ich starte jetzt gleich hier. Und ich springe jetzt trotzdem mal ins Wasser, auch wenn es Wind ist. Und dann freue ich mich danach auf die warme Dusche. Ich glaube, man muss hier einfach nicht so viel nachdenken. Einfach rein und sich vorstellen, dass es warm ist. I'm stranded, a castaway, an unknown shore of those stranger in this content. Woo! Herrlich! Jetzt bin ich echt wach und wird jetzt schon echt gut. Also alles brennt und schon richtig kalt. Also ich glaube, es ist jetzt eine Einschätzung, ob es wird so 13, 14 Grad sein, das Wasser. Also das spürt man auf jeden Fall, da kriegt man einen Schock. Und jetzt freue ich mich umso mehr auf die Duschen und dann schaue ich mal, ob Gate schon wach ist. Weil dann ist danach eigentlich die Routine und die ist noch besser, ein Kaffee. Oh,
Guten Morgen, Schatje. Hier kommt der Wecker. Zal ik een koffie maken? Ja, graag. Oké, doe ik dat voor jou. Jetzt nochmal im Bett mit Kaffee. Und Kate mit ist mir. Auch dabei wieder. Schön. Ja, ein bisschen umgekehrter Tagesstart für mich. Wieder zurück ins Bett. Oh, ach so. Aber, also so ein Kaffee danach und schön nochmal im Bett kuscheln ist schon gemütlich. Gemütlich. Ja. Ich muss sagen, im Bett bleiben war auch gemütlich. Okay, aber du wirst ja sehen, was du verpasst hast. Ja, das schaue ich jetzt, wenn ich schneide. Ja, du setzt dich jetzt, genau. Ja. Schneidest ein Video. Und dass er wieder rechtzeitig online kommt. Genau. Und dann würde ich nebenher ein bisschen arbeiten und dann... Sitzen wir beide zum Arbeiten. Ja, nee, ich meine, da waren wir schon richtig produktiv. Ja. Morgens. Das ist gut, morgens direkt erledigen. Ja, und dann haben wir den Rest vom Tag. Frei. Frei. Das hört sich komisch an. auf jeden Fall die Aufgaben schon erledigt. Ja, das ist gut. Also, zum Wohl. Zum Wohl. Ich bin frisch geduscht, wir waren auf dem Wasser, ich war kiten, Kai ist Windsurfen, der Wind ist aber so böig, er ist von richtig stark, also ich war mit dem 5er Kite draußen, also sehr klein, bis gar kein Wind, war alles mit dabei, deshalb hat Kai jetzt noch den Wind gepackt, mir hat es gereicht, ich habe mich schön warm abgeduscht, bin sauber, jetzt schaue ich aber mal, was Kai so treibt. Und es ist hier einfach eine Riesenbucht. Hier oben an der Bucht des Rossers. Und dann sieht man hier die Berge, das sind die Pyrenäen. Und dahinter ist Frankreich, also ist nicht weit von der Grenze entfernt. Und dann geht es hier weiter. Und hier auf der anderen Seite, da vorne, auf dem Zipfel, da ist La Scala. Ist echt schön. Und Kai ist hier noch schön am Fahren, der mit dem blauen Wing. Ich glaube, es macht ihm mehr Spaß wie mit dem Windsurfen. Let her know, I gotta let her know. That she my white horse, she my medical. She like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret everything. So I let her know, gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready for. And if it's what you want, I'ma give it to you. I'ma give it to you. Miss that smile. Lord knows I ain't seen that in a while, but it's your style. So something must be up keeping you down. You a queen that must be heaven sent. Pray my soul, I must repent for not telling you what I meant and how I felt. Honestly, I'm used to throwing wishes in a well. My conscience tells me that I could have helped without fail. Actions speak louder than words, and that's a lesson that I learned all by myself. Ich glaube, Kai gefällt's echt gut, weil wir gerade wieder Wasser ab. Ich gehe mal zurück, weil mir wird's ein bisschen frisch. Deshalb mache ich auf dem Weg zurück. Vielleicht fange ich schon an zu kochen, dass wir dann auch direkt essen können, weil der Hunger ist auch schon ziemlich groß. Na, zu früh gesagt, jetzt kommt er gerade raus, da warte ich doch noch und helfe ihm zurücktragen. Hey! Und war besser wie mit dem Windsurfer? Ja. Sah nach Spaß aus noch. Ja, viel besser. Schön. Hat auch jetzt zugenommen nochmal. Hat zugenommen, mit Windsurfer wäre jetzt auch besser, aber... Ja. Ja, nee, war schön. Hast Spaß gehabt. Jetzt freue ich mich auf die warme Dusche. Ja, und Essen, denke ich. Ja. Der Rest von der Family ist schon. Oh, wir essen okay, separat einfach. Okay. Gut. Wir haben noch Rest auch von gestern. Ja. Willst du mal den Wink tragen? Mach ich. Du hast Glück gehabt. Ich wollte gerade zurückgehen eigentlich, weil ich dachte, ja, du findest kein Ende. Ich habe es kalt bekommen. Hast du doch Glück, dass ich noch da bin, dass ich dir helfen kann mit Tragen. Ich dachte jetzt Musik, weil sonst... Hast du mich stehen sehen aber? Ja. Okay. Dein Handtuch ist aufgefallen, den orangen Handtuch. Auf meinem Kopf, ja. Hier wird der Salat geschippt und dann haben wir einen voller Teller.
Lecker. Lecker. Aber wieder was Warmes zu essen. Nach einer Surf-Session. Du warst kurz mit der Kite raus, ich mit der Wing. Und erstmal Winzer, habe ich Ihnen erzählt. Ah ja. Das ist alles bis nichts war der Wind. Nee. Aber du meintest, es wurde besser noch. Es wurde danach besser, aber ich war mit Wing raus, war aber auch gut. Und nach so einer Surf-Session ist die Magen hungrig, also die knurrt. Ja. Ich habe schon echt Bock zu essen. Ich auch, sieht auch echt gut aus. Ja. Variiert. Und das lassen wir uns gut gehen. Und macht ihr das auch? Ja. Daheim? Genießt den Sonntag, wenn ihr das am Sonntag schaut. Und stimmt, ist auch nicht. Kommt gut wieder in die nächste Woche. Genau. Dann machen wir das auch. Das Campingleben geht weiter. Ja, wir sind noch eine Woche auf dem Camping und dann geht's für uns auch wieder weiter. Ja. Macht's gut. Bis dahin. Tach, tach. Dui, dui. Baby, stress is all around us, these high ceilings, and I need a baby. Pressure and make diamonds, I won't steal it, baby. Silent, baby, hurts to see you crying, know you trying to.